So soll das doch gehen hier. Schön an der alten Festung. Bäm, muss es machen. Ein nach dem anderen rausziehen. Komm ran hier. Amure ballern hier rein. Aber eben auch die Schlein ballern hier rein. So soll das sein. Ah, so, ab geht es. Schön am Schleien kloppen und Amure rausziehen. Läuft hier anders wild. Ich habe bisher nur ein bisschen Schleienfuttermische mit drin. Und ja, verschiedenste Köder teste ich hier gerade. Um zu gucken, was denn hier gerade gut anläuft oder welcher Köder denn am besten funktioniert. Ich habe zum einen jetzt Quarkteig gerade noch draußen gehabt. Für alle die, die noch nicht so mit den Boilies oder mit Kunstmais unterwegs sind. Also Quarkteig hat schon funktioniert, allerdings auch da eher auf den Amur. Zack, hier beim Mais sind wir auch wieder beim Amur. Dann hatte ich jetzt gerade aktuell den Käse draußen. Da geht aber gerade noch nichts. Oh, da kommt der nächste Amur. Alter, hier ballern wir echt mehr Amure schon bald. Auf Himbeer. Zack, Himbeermais, aber auch auf Himbeermais schon eine schöne Schleie gehabt. Also ich stehe jetzt hier schon ein paar Minuten. Es läuft bisher wirklich gut. Wir können ja schon mal eben reingucken. So sieht es aus in den 20 Minuten hier mit natürlich viel Rumtesterei. Schleien, Amure, kleiner Schuppi dabei und ansonsten schmeckt es bisher. Wir gehen natürlich gleich wieder aufs Setup ein, genau auf die Posi, auf Clip und weiß der Geier was, Futtermische und Co. Und da geht auch wieder was rein auf den Käse. Jetzt überlege ich natürlich, was man hier machen könnte für die Nacht. Ich kann mir auch gut vorstellen hier, einfach mit dem Tauwurm. Okay, Käse ist disqualifiziert. Käse ist raus. Ich verwende jetzt mal den Tauwurm. Und raus damit. Zack. Und dann gucken wir mal, wie das hier mit dem Tauwurm lübt. So, und was auch da reingeht. Auch da bin ich natürlich gespannt. Halt, machen wir nochmal eben auf. Zack. Genau, nicht so ganz fest und stramm. Ja. Und da zuppelt es direkt weiter. So soll das sein. Also, Kombination jetzt auf der ersten Route hier. Mais, also Pop-Up-Rig, einfach nur mit Mais. Sahne, Sahne, Sahne-Dip. Nächste halt mit Himbeer und Himbeer-Dip. Und als drittes, es bimmelt der Tauwurm, der gerade frisch reingeschmissene. Sehr, sehr gut. Und die Himbeere haut auch wieder mit rein. Also mega geil. So soll das sein. Richtig schön auf Frequenz. Allerdings aufpassen, auch wenn es hier die alte Festung ist und auch wenn es hier ab Level 12 möglich ist, sich hinzustellen. Aufpasse. Aufpasse, weil die Position hier bietet viel, viel freie Fläche. Und wenn so ein Fisch erstmal da ganz hinten hin abgehauen ist, könnte es ein bisschen schwierig werden, mit so einem 4-5 Kilo Setup einen dicken, fetten Amur wieder einzuholen. Ich hatte gerade auch schon ein bisschen Theater mit einem Amur. Ich gucke gerade mal eben rein, wie schwer war er. Da ist er, ja gut, 21 Kilo Amur ist ja auch reingerasselt auf Einserhaken und das Ding zieht dann halt ab, also da muss man halt ordentlich kämpfen und höchstwahrscheinlich wird so ein Viech dann eben auf dem, zack, keschern wir mal vernünftig hier wieder rein, höchstwahrscheinlich wird so ein Viech dann, wie gesagt, auf einem 4-5 Kilo Set auch ausschlitzen oder die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr groß. Also Mais, Himbeer läuft anscheinend wirklich wild hier. Ohne spezielle Futtermische jetzt. Einzige Futtermische, die jetzt drin ist, ist Standard-Original-Schleienmische. Also nichts großartig Besonderes, aber auch damit scheint es schon richtig gut abzugehen. Und ich kann mir vorstellen, drei Routen auf Himbeermais, dass hier auch ordentlich noch was geht. Guck mal da, haben wir schön die nächste Schleie. So soll das auch sein. Zack, 1,3. Mit dem Knutschemund wieder. Schönes Ding. So soll das. Mehr davon. Gerne auch noch ein bisschen größere. Ich meine, so eine Schleien-Trophy schmeckt doch immer, oder? Kann man doch mal mitnehmen. Und hier bimmelt es jetzt auf dem Tauwurm.
Wie gesagt, ich bin übelst gespannt, wie es halt aussieht, auch in der Nacht. Vielleicht auch da speziell mit dem Tauwurm. Vielleicht ballert auch hier der Aal rein. Eine Area hier, die auch möglich wäre für den Aal. Also so ganz abwegig ist es nicht. Gucken wir mal eben auf der Map. Wir sind hier auf 7050. Eine nicht so ganz unbekannte Stelle. Der geübte alte Festungsangler wird den Spot hier auch kennen. Also wir sind hier in diesem Bereich hier oben, werfen quasi hier quer rüber Richtung 6 Meter Loch. Man könnte in der Nacht natürlich auch hier auf Brasse probieren. Das heißt, man geht hier vielleicht ein bisschen weiter rüber, geht nach da oder geht hier oben hin. Auch das ja immer wieder eine klassische Area fürs Brassenangeln. Aber ich bin eigentlich eher ein Fan davon. Zack! Da geht der nächste rein, Alter. Ich bin eher ein Fan davon, einfach durchzuziehen. Alter. Okay, der hat Bock. Ich stehe hier mit 18 Kilo Vorfach übrigens. Ist das überhaupt so? Oha. Habe ich hier das Vorfach geändert? Ich habe hier einen 6,8er Vorfach drauf. Ich habe das Vorfach nicht geändert. Das kam mir gerade schon ein bisschen heftig vor, ey. Wie der abzieht. Okay. Okay. Könnte... Könnte ein bisschen ein Drill werden. Ei, 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 ei. Ja, machen wir uns gefasst darauf, dass das ein bisschen dauern könnte. So, Spannung schnell aufrechterhalten. Jawohl, komm schon. Also, da muss man wirklich vorsichtig sein, ne? 6,8 Kilo, ihr seht, sobald da ein Amur drauf geht, die ziehen halt ab. Und auch da natürlich keine Panik. Einfach schön die Route hier schön konstant halten. Nicht so viel Stress machen. Und dann lüpft das schon. So. Auf dem Tauwurm. Vielleicht ist es auf dem Tauwurm auch. Weil so richtig Speed hat er noch nicht. Vielleicht ist es auch tatsächlich ein Schuppenkarpfen. Könnte auch sein. Und gar nicht mal den Amur. Ah, wobei. Ei, ei, ei. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. So, ich muss natürlich ein bisschen hinterherlaufen jetzt. Und wir sind auch schon einige Meter weit entfernt. Ich hoffe, ich komme da so langsam dran. Na. Ne, noch keine Chance, oder? Noch keine Chance. So, ich habe die Bremse nochmal deutlich höher gezogen. Hart am Limit. Raus hier mit dem Kescher. Rechte Maustaste. Und... Alter, guck dir das an. 6 Kilo Olla Amur. Mit dem richtigen Set innerhalb von 30 Sekunden ist der draußen. So ist das, Alter. 6,8er. Vorfach schnell nochmal wieder ändern hier auf, wo haben wir sie, da sind meine 18er, zack, nun schmeckt das auch wieder, so, mal schnell wieder zurück zum Spot, ja, so soll das natürlich sein, du kommst jetzt am Spot an und sofort ist hier schon wieder die Action, ne, also direkt wieder raus mit der Rute, zack, so, das haben wir geklärt, Bremse wieder ein bisschen runter und weiter geht's, da warten ja schon ein paar Kandidaten. Zum Glück nur ein paar Lüde. Die konnten da nicht leer ziehen hier. Also auch das Ding wieder raus. Ist hier noch was dran? Nein. Das heißt, ich mache auch hier jetzt nochmal für die Nacht einfach nochmal den Wechsel. Beziehungsweise jetzt gucken wir uns, wo jetzt gerade ein bisschen Ruhe hier ist, in der Nacht mal eben das Setup an. Ich stehe hier natürlich wieder mit meinen Feederrouten und dann alles eingestellt hier gerade mit klassischen Pop-Up-Rig. Schlammiges Setup, also schlammiger Untergrund, schlammiges Blei, schlammiges LED-Core, 18 Kilo Vorfach auf 19 Kilo Schnur, das muss ja auch alles passen und mit Einserhaken groß und Sahneweiß mit Sahne-Dip. Das ist die erste Kombi, die auch schon wirklich gut funktioniert hat. Das Teil baue ich allerdings jetzt auch um, denn für die Nacht stelle ich mir hier mal eben das gesamte Setup um. Auf die Möglichkeit hier vielleicht noch einen Aal zu fangen. Warum auch nicht. Zack. Runter damit. Und das zweite Setup haben wir hier.
Auch da gehen wir eben rein. Auch das stelle ich gleich nochmal um. Das war das Setup, was wirklich gut geliefert hat, wo auch die dicken Brocken reingegangen sind. Heißt also auch hier durchaus möglich, vielleicht mal ganz gezielt auf die ganz, ganz dicken Amure zu gehen. Durchaus eine Chance, dass man hier vielleicht noch die Amur-Trophy sich rausprügeln kann. In dem Fall auch eben ganz normales Pop-Up-Rig-Up. Einfach hier jetzt mit Himbeere. Himbeercreme und gut ist. Auch das auf Inline-Montage wieder umgeskillt. Zack, einmal umgebaut. Und raus damit. Apropos Inline-Montage. Wenn ihr normales Grundangeln oder Punkte da reinballert. Inline-Montage ist übrigens nicht unbedingt meine ultimative Empfehlung. Empfehlung ist da sonst eigentlich immer die Schlaufen-Montage. Ich habe das bloß in der Vergangenheit irgendwann mal geskillt, um es zu testen. Irgendwann werde ich wieder zurückskillen auf die Schlaufen-Montage. Schlaufe, glaube ich, immer noch for the win. So, und das dritte Setup, ja, hatten wir ja gerade schon grob gesehen. Hier jetzt das einzige Set übrigens mit der Futtermische drin von vornherein. Also hier hatte ich jetzt von vornherein angefüttert. Angefüttert natürlich auf einen Clip von 10 Meter hier an der Stelle. Das heißt also, wenn Futtermische verwenden, dann natürlich auch einen Clip verwenden. Wie gesagt, in dem Fall hier zack auf 10 Meter. Und dann war das gut. Ja, wenn du das Ganze gut fandest, gerne den Kanal abonnieren, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Ich würde sagen, ich ziehe noch ein bisschen weiter raus. Ich finde es bisher richtig geil. Auch eine schöne Kombi. Gute Schleiengröße, gute Gewichte bei den Amuren. Kann so weitergehen für mich. Petri Illumils, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri.